Weiter geht's in der Burg Molcado in The Last Remnant Remastered. Und wir versuchen dem Prinz oder was auch immer das ist, ein Adliger ist es auf jeden Fall, zu helfen, seine Geliebte zu retten. Könnte die Prinzessin sein. So, Elfensmarkt. Nehmen wir mit. So. Mit der Orientierung ist es jetzt komplett dahin, weil ich jetzt natürlich erstmal mich wieder durch die Leute schnetzeln muss. Wir sind noch nicht respawned, sondern ich habe jetzt 2 Tage Unterschied. Und dazwischen noch Mutant Year Zero und andere Games. Typische Los eines Gamers. So, wen greifen wir an? Wer wird uns nicht intervenieren? Das ist eine gute Frage. Was? Wespenschwarm? Kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, den hat er neu hinzugekommen. So, die gehen auch auf die, gäbe Doppelschlag. Jetzt will ich mal was testen. Ich glaube, die obere rechte Einheit ist die Einheit, die jetzt meinen ersten Verband intervenieren wird. Und dann will ich sehen, ob die Einheit es schafft, von Initiative her, die Einheit in die Flanke zu nehmen. Bin mal gespannt. He's on fire! Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist so selten mit dem Konter. Also Quicktime-Event bei der Verteidigung ist echt selten. Und zwischendrin kommt das Quicktime-Event in einem anderen Timing. Das ist auch gemein, aber gut. Da sind noch 2. Wir könnten dem Prinzen die Mangel nehmen. Wir helfen dem Prinzen. Die unterstützen nicht, die holen sich. Die holen sich die hinten dran. Prinz ist ja stark. Oder der Adlige. Ich nenne den jetzt aber den Prinzen. Nicole ist neue Klasse aufgestiegen, geübter Schamane. Was geht? Das nenne ich mal. Und somit was den physischen Angriff angeht, besser als das Schwert, das ich aktuell trage. Effekt Mystic Monster, das gucken wir uns gleich mal näher an. Der Verluste beim mystischen Schaden. Den könnte ich rein theoretisch nicht wirklich so hinnehmen, dadurch, dass Rushheld eben bei mir beides so in etwa gleich gut beherrschen soll, aber. Breitschwert des Kriegers. Sieht schön aus. Das macht es mir natürlich schwer. Aber mehr Informationen kriege ich ja nicht. Ich glaube, ich muss hier rüber gehen, über die Ausrüstung. Ne. Ja. Ja, das ist halt. Es wäre schön. Aber Sparta ist für ihn besser geeignet. Schade. Das nennt man ein Dilemma. Ah, die Karte habe ich auch noch nicht. Buddelzähler ist wieder voll, das heißt, wir können zumindest mal wieder buddeln. So, ich mache jetzt die Gegner platt, weil sie ab jetzt wie meine Brotkrumen fungieren sollen. Damit ich mich zurechtfinden kann auf der Karte. Sobald ich dann nämlich auf Gegner treffe, weiß ich dann nämlich, okay, hier war es ja noch nicht. You beast shall be facing me.
Das ist schon ein bisschen drauf. The Paris. Aber gut. Ist mir lieber so als normales. Ja, wunderbare Animation. Ich liebe das. Man macht die Animation wie aus einer typisch traditionellen japanischen Schwertkunst. Yes, Landwurmkrallen. Nein, ich muss dich enttäuschen. Landwurmkralle brauche ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das brauche zum Upgraden. Meine Schwert. Deswegen möchte ich Ihnen das noch nicht geben. Ich bin mir fast sicher, von da gekommen zu sein, aber... Das ist auch nur ein Fass. Jetzt machen wir hier noch die Mega-Kakerlake down und dann lassen wir den Buddler buddeln. Und da ich auch die Laune danach habe, machen wir mit die Episode etwas länger sein als normalerweise. Erzähle ich nichts Neues, denn ihr seht ja bei dem Video dann sowieso einen Timestamp, aber ich wollte es schon mal erwähnen für diejenigen, die einfach blind mental mit blind auf das Video klicken und sich mental darauf einstellen. Er blockt dann mit seinem Panzer aus Chitin. Ah, das Spartas hat auch ein schönes Schwert. Muss man ganz klar sagen. Und Nicole ist klüger geworden. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 16. Ah, nimm es. Wir müssen sich ja selbst auch upgraden. Und ich weiß nicht, ob er irgendwann aufhört zu fragen, wobei ich glaube, er fragt jetzt jedes Mal, solange wie er halt den Bedarf hat. Aber ich will es nicht riskieren. Es ist schon wichtig natürlich, dass auch die Einheiten im Verband stärker werden. Oh, Diana-Legion. Sieht wertvoll aus. Und Tom Newman hatte gefragt in den Kommentaren. Er kann jetzt schon zwei Kampfverbände bilden, aber es geht nicht. Und der Grund ist, wenn man rechts guckt, sieht man Kampfverbände 2, jetzt bei mir maximal 3 und Kampfeinheiten 9, max 9 und die Kampfeinheiten bestimmen auch eben generell das Maximum von allem. Also wenn ihr 9 Kampfeinheiten haben könnt, dann könnt ihr jetzt so wie ich jetzt hier 2, 4, 5 in eine Formation packen. Und hier konnte ich jetzt nur 4 reinpacken. Man sieht, auf der 5 ist leer. Ja, weil mir halt eben kein Slot, weil ich keinen Slot habe, um noch eine weitere Einheit zu bilden. Ich habe noch Reserveeinheiten. Sieht man da unten. Also die ganzen Generäle plus David. Und dann noch. Ja, das war's. Das sind wirklich nur die Generäle. Und meine ganzen rekrutierten Dudes sind in meinem Verbänden. Aber nur in 2 halt. Im dritten Dauerverband, darauf freue ich mich schon auf. Dann in späteren Zeiten. Neue Technikstufe erreicht. Buddler ist nur ein Anfänger. Sehr schön. Guck mal, was das bedeutet. Mittlerweile einiges. Der Buddler ist also meiner Meinung nach super wichtig. Ich lasse ihn jetzt hier zu Ende buddeln, weil ich lasse noch 2 übrig. Ja, und. Nehmen wir mit. Ich glaube, wenn ich hier aus der Burg draußen bin, kriege ich nochmal Fettkohle. Und kann dann endlich mein Schwert upgraden. Ich hoffe es. Ist so geil, wie er sich wundert. So, was macht der Buddler jetzt? Das ist ein seltsames Wesen. So. Buddelzähler heben wir jetzt auf. So, da hinten ist ein Käfer, da ist keiner und ich glaube, ich bin auch von da gekommen. Dann nehmen wir dann jetzt mal vorbei. Nichts. Genau, hier könnte ich zur Weltkarte zurück. Stimmt, hier, ich glaube, hier bin ich abgebogen. Gegner. Das Ding ist noch zu. Ja.
Den Schlüssel müssen wir uns noch erkämpfen. Da der hier in der Nähe ist, den müssen wir es mal nehmen. Oder ihr. Definitiv ein S. Handelt weises gut. 5-mal Angriff. Zählt nur als einer. Also ein kompletter Verband. Können wir gleich die Kampfkünste auspacken. Nein. Der Konterfluch geht weiter. Wenn ihr so eine Pflanze zu Hause stehen habt, braucht ihr auch keinen Wachhund mehr. Hey Alter, ich habe vielleicht Reste Pflanze. Eine Gruppe bösartiger Pflanzen. Sweet. So ein Viech. So. Wildgras, Rehrenfragment, Heilwurzel. Nehmen wir alles. Ich bin sonst nicht so der Matz-Typ. Ich verstehe den Sinn und den Wert hinter Matz. Aber ich sag mal, meine Freude hält sich in der Regel in Grenzen. Bei Matz, zumindest bei Standard-Matz, aber hier ist es anders. Hier freue ich mich. Hier ist gut, wenn ich viele Mats bekomme, egal was. So, Torsektion ist, glaube ich, wieder ganz vorne. Das wird echt super. Ich brauche eine verdammte Karte. Ja, ich glaube... Genau, das ist der Eingang. Was bist du denn? Und was habe ich entdeckt? Ne, hier ist auch nochmal ein anderes Tor. Hier geben wir es uns. Let's do this. Sieht nett aus. Yes, we've got the upper hand. Oh ja, es ist nett. Elite. Vielleicht droppt der uns den Schlüssel, den wir brauchen. Vielleicht auch nicht. Wir packen erstmal Funken 3 aus. Wir sehen, wie stark er gegen mystische Angriffe ist. Und auch hier leichter mit Kampfkünste. Danach spare ich AP, sobald ich Informationen habe. Ob mystische Widerstände oder physische. Jetzt war es ein Crit, aber mein 1600 ist halt schon ein Wort. Unabhängig vom Crit bei der Grundschaden auch hoch gewesen. Ja, physisch ist kein Problem, außer es crittet. Flammenatem, oh Gott. 1910 Gesamtschaden, aber es geht's ihm noch gut. Vielleicht prockt er bald bei mir noch Omnischlag. Also wenn wir das überleben, das Schöne ist, McGrady kann sowas wie Gift heilen. Mittlerweile. Alter, der packt aus. Wie viel Initiative hat der eigentlich? Ich bin ja froh, dass er jeden einzelnen Verband angegriffen hat, aber hallo? Aber er packt trotzdem. McGrady packt nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich glaube Erholung oder sowas. Damit heilt er die Boss. So, die wollen nicht sich nicht stärken. Dabei können die Kräuter nehmen. Verstehe nicht. Dann improvisiere ich. Vielleicht liegt es auch in ihrem Zustand. Das wird eine knappe Kiste.
Vor allem, weil er jetzt gleich Karussell auspackt. Das klingt überhaupt nicht gut. Alter, das ist ein AOE-Monster. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, Game Over. Das ist ein AOE-Monster. Verdammt. Ich frage mich, ob es Sinn macht, auf die Weltkarte zurückzukehren. Ich habe jetzt dann den Punkt angezeigt. Entscheidenden. Das heißt, ich könnte wieder schnell reisen. Ja, das mache ich auch. Also, so kann ich es mir nicht mit ihm geben. Gar keinen Fall. Er ist zurück in die Stadt. Und ich versuche mir mal hier auch den Weg einzuprägen. Im Süden. Okay, wenn wir schon in die Stadt gehen, können wir noch zweimal buddeln. Und der Buddelzähler sollte dann wieder voll sein, wenn wir zurückkommen. Aber ich glaube, die Gegner sind auch respawned, aber... Das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir noch stärker werden, bevor wir dann wieder zum Elite kommen. Müssen wir erstmal wieder diesen Schnellreisepunkt finden. Da. Right. Ah, okay. Rückkehr zur Stadt bricht die aktuelle Mission ab. Gasterbahn wird die Gruppe verlassen. Und dann müsste ich sie natürlich wieder annehmen. Okay, ich glaube, wir bleiben hier, grinden uns jetzt die gastlichen Gegner weg. Und danach gehen wir zum Elite. Ich werde die Episode hier beenden und für euch fortsetzen, wenn wir beim Elite sind oder falls ich mich entscheide, doch irgendwie anderweitig durchzukommen. Aber ich habe eigentlich Bock, mir nochmal den Elite zu geben und eigentlich will ich noch besiegen. Bis zum nächsten Mal bei The Last Remnant.